Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute zocken wir mal ein bisschen in Assassin's Creed Mirage rein. Ja, wir schnacken gar nicht lang, starten direkt ein neues Game. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen.
Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. So, wir sind im Game. Und ich freue mich ein bisschen. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Endlich mal wieder ein bisschen Assassin's Creed spielen. Ich habe ja damals den ersten Teil. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, mehrfach damals sogar durchgespielt. Den zweiten Teil, dem habe ich sogar entgegengefiebert, so. Da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Ich komme ja schon. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Danach gab es noch Brotherhood. Nicht widerstehen. Ich frage mich, das war ja sozusagen, ja, ich weiß auch nicht, wie man das am besten bezeichnen kann, weil Revelations gab es auch noch, sonst hätte ich gesagt, das war der 2,5. Teil. Aber es ist ja so eine Trilogie, gibt es ja diese Enzio-Trilogie, ne? Mit dem zweiten Teil, mit, ich überquatsch das jetzt hier ein bisschen. Mit dem zweiten Teil, mit Brotherhood und Revelations. Und das sieht schon cool aus, macht schon Bock. Der Teil hier ist mal wieder so ein bisschen an diese, ja, ersten Teile sozusagen angelehnt. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Und das macht halt einfach Bock. Weil mich hat's nachher bei Revelations tatsächlich verloren. So, ich habe danach kaum noch ein Assassin's Creed gespielt, außer für den Kanal irgendwie ein bisschen was angezockt. So, jetzt Tutorial-mäßig ist klar. Ja, auch von der Optik her so erinnert es schon sehr an den ersten bzw. zweiten Teil so. Obwohl es eigentlich noch mehr der erste Teil ist, ne? Weil der zweite hat ja in Italien gespielt. Und da ist der erste... Ups, ja, verkackt. Kann ich hier wieder hoch? Ja. Ah, doch, das hat man auch ein bisschen vermisst. An den Dingern hochzuklettern, ne? Was ich versäumt habe, ist hier Black Flag. Der soll ja richtig nice gewesen sein. Das ist der vierte Teil. Also den wollte ich eigentlich immer nochmal nachholen. Und für mich persönlich wäre noch Syndicate interessant gewesen, weil der in England spielt. Was den Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Auch mit dieser Stadtmauer, so, das gab es ja im ersten Teil auch. Das, ja, wie gesagt, dieser Look, der erinnert schon sehr. Achso, ups, ich bin an dir vorbeigelaufen. Ja, das Symbol ist aber auch schwierig zu sehen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Okay. Stiehl den Beutel. Also, ups. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Oh shit. Kann ich hier schnell rein? Haben Sie das gesehen? Bei den anderen Teilen war es ja so, wenn sie gesehen haben, dass du irgendwie in den Stroh gesprungen bist, in den Strohwagen oder der Stroh, der auf dem Boden rumlag. Es ist Stroh oder es ist Heu? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn sie dich gesehen haben, dann bist du automatisch wieder rausgejumpt. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Und standst dann auf einmal vor denen rum.
Also, und dann haben sie dich logischerweise angegriffen, ne? Ist klar. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Ja, das ist... Das ist, schon sehr dicht dran. Okay, mit drei... Ich glaube, damals hat man das mit Kreis gemacht, dass man die dann so beklaut hat. Also ich muss... Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Warte mal, ich stehe ungünstig. Also mal... Oh, das war... Ah, ja gut, man muss halt erstmal in die Mechanik reinkommen, ne? Weil damals musstest du den so leicht hinterhergehen oder so hinter den stehen, so in etwa. Und dann hast du Kreis gedrückt gehalten, glaube ich. Und dann hat er, dann ist er einfach so, alles klar. Dann ist er einfach so eine Leiste, also so ein Dings, den du auffüllen musstest. Sie hat auch Geld. Wie halt Kreis gedrückt halten halt, ne? Hast du gedrückt halten. Sollen wir das klauen? Was gibt's hier noch so? Ja, jetzt kann ich ja alles klauen, oder was? Einsammeln. Zählt das als geklaut? Wir nehmen's einfach erstmal mit. Ach, das ist sie. Achso, nee, ich soll hier den nächsten Auftrag. Ah, das ist. Er steht aber auch immer komisch. Easy. Gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Es gab ja damals auch so die Nummer, dass du dann irgendwie in der Menge verschwinden konntest oder im zweiten Teil dann so Leute anheuern konntest. Achso, ich soll ihr gar nicht mehr... hinterherlaufen. Worms. Dann wollen wir uns mal aufmachen. Also wie gesagt, ist alles so ein bisschen Tutorial-mäßig, ist ja auch verständlich. Es sieht schon irgendwie richtig nice aus. Und im Hintergrund hat man ja auch die Wüste so gesehen, dass du bloß die Stadt hier hast und dann... ist von außerhalb der Stadt eben komplett alles voll mit Wüste. Da ist Bassem. Frieden, die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für... Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment. Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zu Seida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck dein Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Die ist nicht so ganz damit zufrieden, dass wir hier... Aufträge annehmen und erfüllen. Sie hat ja vorhin schon erwähnt, dass das alles ein bisschen ihr offensichtlich zu wenig ist, was die rausdrücken. Oder die Aufträge vielleicht auch einfach zu langweilig. Wie viele haben wir letztendlich bekommen?
16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib Ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. Ja, wow. Unauffällige kann man da auch nicht stehen, ne? Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht bewegen. Niederschlagen. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Kann ich den von hinten einfach wegmachen? Okay. Mein Gedanke war nämlich hier oben rauf. Erstmal ein bisschen Überblick verschaffen. Ich check das jetzt gerade nicht. Wo soll. Achso, hier unten. Da unten soll ich hin. Also das Symbol ist immer irgendwie ein bisschen schwierig zu erkennen mit dieser ganzen Hintergrundfarbe hier, wenn du die Gebäude anguckst und dann. Das Ding sieht ein bisschen aus wie die Farbe von der Tür. Finde den Schlüssel. Adlerauge. Da soll der Schlüssel drin sein, oder was? Was anderes leuchtet ja hier nicht in der Farbe. Können wir den nicht von hier wegmachen? Ich versuche jetzt mal da oben irgendwie hinzukommen. Da ist eine Leiter. Wären die da nicht skeptisch, wenn ich die Person da liegen lasse? Also bei Hitman musste man die immer wegräumen. Ne, das ist... nicht der Schlüssel, oder was? Oder bin ich jetzt doof? War da der Schlüssel drin? Das war doch irgendwie nur Gesundheitsgedöns, oder? Da ist auch noch irgendwas. Aber das sind... wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Truhen. War ich das gerade? Ja, doch irgendwas geklimpert. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Da! Das Ding! Oh, ey, sorry, aber das ist wirklich alles ein bisschen tricky zu sehen. Findet ihr nicht? Und jetzt ist er weg. Der hat doch eben noch den... also los, komm. Wahrscheinlich werde ich hier gleich entdeckt. Lass sie einfach liegen. Ich habe keinen Bock, die jetzt alle wegzuräumen. Da oben. Können wir hier nicht irgendwie hoch? Ja. So, warte. Er hat den Schlüssel. Was ist das andere Rote, was da leuchtet? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da am besten hin? Ich komme da jetzt gerade nicht so richtig drauf. Irgendwie muss man noch in dieses Gebäude reinkommen, oder was? Hier, über die Variante. Oder, na? Tür verriegelt. Willst du mich verarschen? Also jetzt ist es doch rumgetrolle hier. Kommt man von hier rein? Durch so eine Luke hier oder? Nee. Was ist das denn?
Das ist doch ein bisschen verarscht jetzt hier gerade. Was hängt von der anderen Seite da? TNT oder? Können wir das Ding aufspringen? Ah, ich muss... okay. Ich muss wahrscheinlich von der Variante hier Gebrauch machen. So, er hängt darum. Ja, komm, wenn wir schon mal... Selbst da komme ich wieder nicht ran. So rum. So, aufmachen. Und dann krallen wir uns doch irgendwie den Schlüssel und dann geht es doch schnell zur Tür und dann muss ich jetzt mal wieder einen Cut machen. Weg mit dir. Einsammeln. Nicht den Schlüssel vergessen. So. Dann machen wir einfach Tür auf und dann ist fertig. Okay, dann haben wir das. Muss ich da noch schnell hin? Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht entdeckt werde. Sollte ich entdeckt werden, ist an der Stelle ein Cut, aber ansonsten öffnen wir hier noch... Achso, wir sind direkt im Nebengebäude, okay. Da ist es das, wonach ich... Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht... So, wir haben es erreicht, dann würde ich aber auch sagen, bringen wir den Spaß noch zurück. Und dann ist es das erstmal gewesen. Und bei Interesse, schreibt es gerne in die Kommentare, dann geht's natürlich noch ein bisschen weiter, dann zocken wir noch mindestens den zweiten Part. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Solltest einen besseren Lohn aushandeln. Ah, Basim. Gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Ja, war schon ein bisschen aufdringlich von ihm so. Ich bin euer Mann, ich bin der Beste hier. Aber so fangen die Filme ja meistens an, oder die Spiele. Ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jassi. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Händler abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jassib.
Ist auch so ein bisschen Aladdin-mäßig alles angehaucht, ne? Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Ah, jetzt ist sie auf einmal wieder dabei. So, also hier machen wir erstmal einen Cut. Also, wenn Interesse besteht, zocken wir ganz gerne noch das ein oder andere Mal rein. Ansonsten ist es das fürs Erste gewesen. Ich muss sagen, ich bin angefixt. Also, ich werde da privat auf jeden Fall noch ein bisschen öfter reingehen. Durchspielen wird sich dann im Endeffekt zeigen, weil die Spiele ja natürlich auch ein bisschen länger sind, beziehungsweise wie sie einen dann eben so, ja, vom Interesse her halten können. Aber sonst muss ich sagen, ist recht angenehm. Ich bin ja bei der Assassin's Creed-Reihe, wie gesagt, bei Revelations dann ausgestiegen und von daher ist es ganz interessant, mal wieder so ein bisschen zu sehen, dass es zurück zu den Basics geht und insofern werde ich es auf jeden Fall privat noch ein bisschen weiter zocken und eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dann sag ich einfach mal ciao.